Jo Leute, willkommen. Ich bin wieder an der Stelle. Ich musste bis hier spielen, das war aber nicht weit. Das war quasi, wo die zwei Menschen zu mir kamen. Ja, ich warte hier mal. Diesmal konnte ich mich nicht umschauen. Ob ich mich umschauen will, weiß ich gar nicht. Kamera. Tab. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Okay, das ist quasi. Da läuft einfach hier durch. Also letztes Mal sind wir nicht durchgelaufen. Ich würde mich aber auch gerne noch mal ein bisschen umschauen. Gehe ich mal erstmal auf die linke Seite, da wo die nicht so aktiv sind. Und jetzt sehe ich die eher rechts. Nein, Ah, ich habe einige Batterien, okay. Auf jeden Fall sicher hier auch, sicherer als bei denen. So, sieht auf jeden Fall wieder echt enorm aus, was ich da sehe. Und irgendwas blinkt da. Alter, jemand wurde auf jeden Fall leicht zugerichtet. Das ist auch ein Weg hier so quasi. Der leichtere. Ich sehe halt echt nichts. Einfach. Digga, sei doch still, Alter. Was krächzt du hier rum? So einfach am Rand entlang. Und das wird schon. Ich habe irgendwas gehört. Wo ist denn die Person? Okay. Könnt ihr vielleicht mal bitte, ich weiß nicht, woanders hingehen, nicht immer da, wo ich hin will? Wenn ich da jetzt durchrenne, wer ist überhaupt der Ausgang? Sieht halt so aus. Geh weg. Hallo, warum rennst du nicht? Hallo?
Alter, rennen. Kannst du vielleicht irgendwie darüber springen oder so? Springen. Okay. Gollum. Ich kann mich da verstecken. Ja. Wie geht's hier so weiter? Ah, sieht aus, als würde es da weitergehen. Okay. Schaue ich mich mal um. Vielleicht finde ich hier noch was Schönes. Oh. So, zeig mal her. Meine liebe Judith, ich war nie gut drin, meine Gefühle in Worte zu fassen, Wie du als meine Gattin nach all den Jahren weißt, und ich hoffe, ich kann schreiben, was für ein Mann schwer zu sagen ist. Ich kann deine Wut und deine Sehnsucht spüren, seit wir Sarai getötet haben. Papa und Gott haben es so gewollt. Und du kannst mich nicht böse bleiben. Sonst muss ich streng mit dir sein. Liebevoll und pflichtbewusst, dein Mann Markus. Okay. Alter, habe ich vorher nicht gesehen, Alter, dass da jemand hängt. Es ist eine Sie, oder? Ja, es war eine Sie. Also, in den Klamotten nach zu urteilen und den Haaren war es eine Sie. Schade, dass sich da jemand erhängt hat. Ist natürlich nicht so geil. Schon wieder der Crap, Alter, boah. Es war eine Sie, es vom Gesicht her zu urteilen, ja. So, wie geht's denn jetzt weiter? Wahrscheinlich komme ich da rein? Nein, sieht aber. War ich da nicht schon? Warte mal. Irgendwie gespiegelt alles. Einen anderen Weg. Tut mir denn der Werte hier denn etwas? Hallo? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann kommt der wieder angerannt. Habe ich jetzt den Brief gelesen? Der Brief von einem Ehemann. Okay, habe ich gelesen. Notiz an mich, niemals zu dem Typen hingehen. So, das, da war die erhängte Frau.
Okay. So komme ich denn da irgendwie rein? Interagieren. Komme ich zur Tür? Wow, wow, wow. Ich habe so Angst vor dem, dass ihn nochmal tötet. Schließen geht natürlich. Ach komm! Müsst ihr eigentlich schlagen? Nein! Bin ich denn überhaupt, Alter? Finde ich gut. Ich quere die Scheune. Warum so viele Verbände, Alter? Ich brauche die doch nicht mal alle. Ich weiß, dass hier dahinter ist. Ich werde ihm aber nicht öffnen. Nein. La 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 la. La 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 la. Ja. Dann kann ich raus. Der Typ, hallo. Komm schon, so. Ich war jetzt ein bisschen ruhiger, ein bisschen angespannter. Was? Oh. Okay, jemand war hier anscheinend schon mal. Was mir nicht gefällt. Digga. Und solche waren einige. Nehme ich gerne.
Lesen. Text anzeigen. 7. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen, zu Fluorid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa Knut in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde. Die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt, und ich liebe sie. Denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viele Liebe zu geben, selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume?